Hallo und herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ich Palmnusscremesuppe zubereite. Abenquain. Viel Spaß beim Zuschauen. So, meine Zutaten sind, ich fange von hinten an. Wasser, Fleisch, Palmnusscreme, die habe ich beim Afro-Shop gekauft. Salz zum Abschmecken. Hier habe ich meine Zutaten, die ich bereits schon püriert habe, und zwar Chilischote, Knoblauch, Ingwerwurzel, Zwiebel. Hier habe ich getrockneten Fische. Die geben schöne Aroma. Die muss man nicht, das ist freiwillig. Dann hier Tomatenpüree und hier Gemüsebrühe Pulver. So, ich fange mit dem Fleischdünsten an. Zu dem Fleisch kommt etwas Salz. Dann etwas von meinen pürierten Zutaten. Mein Herd ist auf mittlere Stufe gestellt. So. So, und das werde ich jetzt für ca. 5 Minuten dünsten. So, mein Fleisch hat für 5 Minuten gedünstet und jetzt kommen die restlichen Zutaten dazu. Einmal umrühren. Dann gebe ich noch etwas Wasser dazu und lasse das Ganze für weitere 10 Minuten kochen. So, meine Fleischsuppe hat für 10 Minuten gekocht. Jetzt kommen die Palmnusscreme dazu, die ich aber vorher also mit Wasser verdünnt habe. Die kommen jetzt hinein. Nicht verschwenden lassen. So, einmal umrühren. Dann noch ein bisschen Wasser dazu. So, jetzt lasse ich die Suppe für weitere 20 Minuten kochen. So Leute, meine Palmnusscremesuppe hat für 10 Minuten gekocht. Jetzt kommen die getrockneten Fische rein. Und dann wird sie für weitere 10 Minuten nochmal kochen. So Leute, die Palm
Nusscremesuppe ist jetzt fertig. Man kann das wunderbar erkennen, weil klare Ölschicht auf der Suppe entstanden ist. Und das zeigt, dass die Suppe fertig ist oder gar ist. So, ich werde sie jetzt einfach 10 Minuten köcheln lassen und dann komme ich zurück und zeige euch das Endergebnis. Das Öl kann man entnehmen und für ja, andere Gerichte verwenden. Das werde ich gleich machen. So Leute, so sieht die fertige Palmnusscremesuppe aus. Danke fürs Zuschauen. Medawasi.